Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu Battlefield Teil 5. Ja, wir spielen den Zweiten Weltkrieg und wir spielen jetzt mal hier die Kampagne, die kurze. Und zwar Kriegsgeschichten Einzelplayer. Aha, ist auch zeitlich unterteilt. Teil 4 kommt erst am 4. Dezember raus. Okay. Und mein Land ruft. Ja, Einführung in Battlefield. Das lassen wir mal weg, oder? Ah ne, es ist nur dieser kurze Trailer gewesen. Das ist nicht so prall. Da sieht man mal jedes Schlachtfeld. Das brauchen wir nicht spielen. Ich würde sagen, wir fangen an unter keiner Flagge. 1942 Nordafrika. Spielen. Ja, ich bin nicht so der Hardcore-Spieler. Wir machen einfach mal Mittel. Gucken, wie wir hinkommen. Wenn es zu einfach ist, dann machen wir nächstes Mal schwerer. So, London, England. Als die britischen Truppen von den blutigen Stränden Dunkirchen flohen, wo ihnen nichts passiert ist, erteilte Churchill einen Befehl, der den kämpfenden Soldaten neu erfand. Bereiten Sie Jägertruppen für eine blutrünstige Terrorherrschaft vor. Na gut. Ich habe zu spät angefangen zu lesen. Ich bitte um Verzeihung. Die erfolgreichen Teilnehmer an diesem Modell waren nicht der Typ, der ihm konventionell Militär aufblüht. Es handelte sich um Unruhestifter, Halsabschneider und Hasardeure. Diese Leute melden sich nicht freiwillig zum Militärdienst. Ah, die wurden gezwungen. Kanonenfutter nennt man das. Ja, was mich so ein bisschen stört, sind so ein bisschen die langen Ladezeiten. Kann auch in meiner alten Kiste liegen. Ja, das ist die englische Freundlichkeit. Was sind das doch? Billy Bridger? Says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. Did you try and rob the same bank 3 times? No. Oh yes you did, because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them jobs on your own. Oh yeah? I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. I'll be fine. Jetzt wird erstmal gebrochen, ne? Auf Linie gezogen. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Teams of two, move! Ah, er kämpft mit. I'm chucking me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridge, liven yourself up, come on. There's a lovely little ice cream shop down there and I'm treating you to a cornet. Unter keiner Flagge. Wenn jemand weiß, wie viele von diesen Gefängnisinsassen gedient haben, ungefähr eine Zahl oder eine Quelle, gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Give me a sec, will ya? I can barely move without spilling over. What do you want me to do? Tuck you in and get you your teddy? Now come on, get moving. Hey, warum kann ich nicht laufen?
Ja, folge Mason, mach ich doch schon. So ein Scheißwetter hier. Ich sprinte, hallo. Okay, aber richtig laufen tut er auch nicht. You still have the explosives on you? Yeah. I modified them a bit, you know. Ah, Wasser ist okay. Texturen sehen eigentlich ganz gut aus, so. Also ich kann mich nicht beklagen. You two, you know what to do. Aber Wasser spritzt nicht so hoch, ne? Naja. Ja. Naja. Da kommt ein bisschen Matsche hoch. Aber heutzutage muss man ja eh glücklich sein, wenn es überhaupt noch sowas gibt wie eine Singleplayer-Kampagne. That's a Stuka incoming. Oh, Stuka. Damn, the planes are meant to blow up. Yeah, yeah, that's them all right. Also später im Multiplayer, aber generell im Multiplayer können wir glaube ich schneller laufen als die beiden hier. Oder liegt vielleicht am schlechten Wetter? Ah, mit Y legen wir uns mal hin. Schön hier ins kalte Wasser. Kalten, nasse Steine. Das sind harte Kerle. Frauen, wir machen das hier. Zack, zack, zack. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh yeah, I come here all the time. I bring the missus along sometimes. So that's a no then, is it? You don't know where we're going. Listen, this job requires a certain amount of think on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Great. Oh, the deal's a deal. Now come on. Wie eine kleine Anlage. Now get on them binoculars and tell me what you see. So, Fernglas. Achso. Du mit rechter Maustaste. Oh, schön durchlöchert. Das ist ein Schrottplatz. Got some Jerry's over here. See some barrels over there. Yeah. I don't want to get too near them if things get interesting. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm? Yeah, probably a radio too. Now it's gonna be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Okay, wir müssen den Alarm irgendwie ausschalten. Da unten wahrscheinlich gegen die Box schießen oder so, keine Ahnung. Oder manuell. Aber sonst. Waren das wirklich nur die vier People da? Oh, da oben ist noch was. Ah. Ja. Was? Munitionskiste? Ansonsten. Maybe an airstrip off in a distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. Okay. Huge. Are you sure about these bombs of yours? The safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. What if I get caught, though? You're just gonna piss off and leave me, eh? Get all the glory yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there. And you are gonna put yours on them there. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. Nah. No time to waste, son. Down you go. Ich und Schleichen. Ich sag euch gleich, ich werd erwischt. Easy, easy. Ja, leiser geht's nicht. Fuck this for a game of soldiers. Was stand da Scheißspiel? You horrible bastard, Mason. Waffenstation. In Waffenstation liegen Waffen, Gadgets und bessere Waffen findest du. Weiß ich nicht. Hab ich gerade nicht weiter gelesen. Was haben wir denn hier? Schalldämpfer? Du bist ein bisschen mit Charlie aus, ne? Auf den können wir hier im Nahkampf töten.
Nur ein toter Feind ist ein guter Feind. Ah, ich weiß nicht, ob das ein Schalli ist. Brauche mich da noch nicht drauf zu schießen. Da oben war der Punkt mit der nächsten Waffe. Da war der dritte. Vorsicht! Der Hauptmann kocht bald wieder! Der Hauptmann kommt bald wieder. Ja, woanders hin, mein Freund. Mein brauner Freund. So, deaktivieren wir den Alarm. Ist ein Minispiel dabei? Nein. Okay, einfach nur Messer rein und schon den Alarm deaktiviert. Kennt jeder Elektriker das Thema? Kriegen wir den auch noch von hinten? Ich glaube nicht. Okay. Komm mal. Ein bisschen leise ist der. Sie rennen nicht sofort und machen Alarm. Gucken wir mal ganz kurz, was hier oben ist. So aus, als ob die ach komm, nehmen wir mal einen Sniper mit da. Zack. Nächste Knifte. Was liegen gelassen? Gut. Jetzt haben wir ein paar Leute gekillt, jetzt trinken wir mal einen Schluck Kaffee. Hm? Vorzüglich. Ich höre wieder Geräusche. Ja, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ah, 200 zerquetschte Meter weiter. Was passiert, wenn ich jetzt schieße? Alright, let's go, Fritz! Okay. Was passiert, wenn ich schieße? Alarmiert. Nimm mal wieder die Waffe. Komm, ich probiere hier einfach mal durch. Wie es so gibt. Können wir das Fahrzeug nehmen? Okay. Wir sind aufgeflogen. Ich hätte gerne das Fahrzeug. Wo muss ich denn hin? Abbiegen wäre mal eine Idee. Oh, Kampfgebiet zurückkommen. So. War mal ganz kurz. Kann ich ihn wechseln? Ja, treffe ich den nicht oder was? So, ich bin da, ihr auch. Wir brauchen keine Ahnung. Okay, läuft. Okay, nächstes Mal spielen wir doch nur ein bisschen härter. Also Mittel scheint doch zu leicht zu sein, wenn ich da doof durchfahren kann. Oh, hab ich da was übersehen? Da hat was geleuchtet? Da ist ein Feind. Ah, die Knifte gefällt mir hier. Schnell kommt da Schuss raus.
das Visier? Gab's das damals schon? Naja. Hauptsache es macht Spaß. Also ich glaube nicht, dass das Spiel ganz politisch oder ganz korrekt sein wird, historisch gesehen. Aber bisher sieht nett aus. Und ja. Gehen wir mal zum Zugang. Ich habe auch den Multiplayer bisher gespielt und Spaß gehabt in der Beta schon. Und die wissen eh, dass ich da bin. Ach, da sind noch mehr. Hä? Jetzt hätte ich doch wieder das Scharfschützengewehr gerne. Stirb doch mal, Junge! So. Oh, von hinten kommt einer. Oh, jetzt müssen wir laufen. Keine Munition mehr, ihr Schweine. Schießt mir doch nicht in den Rücken. Verdammt, jetzt habe ich keine Muni mehr. Mal erwischt. Hier muss doch irgendwo Munition sein. Ich habe den ganzen Laden alarmiert. Was ist hier drin? Nichts. Ah, da ist noch ein Fahrzeug. Okay, du bringst mir eine neue Waffe. Das ist nicht gut. Was hast du denn so Schönes? Karabiner. Einfach mal ein bisschen rumwechseln mit den Waffen. Ach, da ist noch was. Das ist doch bestimmt eine tolle Waffe, oder? Ja, hier ist eine tolle Waffe. Gib die mal her. Munition aufnehmen. Ach nee, ist nachladen gewesen, Entschuldigung. Und hier haben wir auch eine Flak. Können wir aber nicht mit runter schießen. Aber das klingt nach Spaß hier oben. P40. Na, das legen wir uns mal hier hin. Aufgebaut. Here we go. Jo, das läuft, ne? Noch mehr? Hier mal ein bisschen in diese Richtung. Oh, da ist noch ein bisschen gefallen. Da ist noch einer. Aber eigentlich kein Alarm ausgelöst, ne? Ich habe jetzt extra mal den Alarm nicht deaktiviert. Aber mal gucken, wie die reagieren, aber. Ich glaube, ich hier der Offizier oder sowas. Okay, war. Okay, dann haben wir auch. Da ist noch einer. Da ist immer noch einer. Schade, die Lampe geht nicht kaputt. So ist nicht immer schade. So, dann, ach, wir haben keine Munition mehr. Fallschaden gibt es auch in dem Spiel. Das habe ich zumindest im Multiplayer schon mitgekriegt. Und sind wir jetzt ganz leise hier reingekommen. Oh gut, nehmen wir die auch mal. Was, der Universalöffner geht nicht?
enttäuschend. Echt hier klettern? Fenster öffnen. Well, looks like someone left the window open. Wir hätten auch alles erschießen können. Wollen wir nicht damit fliegen? Ich möchte eigentlich da keine Bombe platzieren. Ich bin nicht gonna believe the blast in this beauty. Time to get out of here. Wo komme ich jetzt hier raus? Ach, jetzt können wir durch die Tür gehen. Nur mal ein bisschen Gratis-Munition. Oh, hi! Oh, der hat eine Stuka gehabt mit so einer dicken Wumme drunter. Your bombs almost killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are gonna go up any second. Watch this. Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. Oh. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. It's one Fritz's fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just say no, it? No, you can't. Because what the fucking hell was that? I've occasionally had teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny teeny bird perched on that wing would have done more damage. Ja, zur nächsten Flak. Ah, jetzt kriegen die auch noch Hilfe. Ah, ich kann die Knifte nicht gebrauchen. Gib mir eine andere. Gib mir die andere Knifte da, Junge. Ich will die Knifte. Oh, warum kann ich die nicht nehmen? Danke. Ah, hier ist auch eine. Hallo, geh da ran. Oh, die suchen noch nicht mal Deckung. Nette Gegner. Ah, ich komme da nicht rum. Haben wir's? Ah, lass dich überleben, na. Oh, sind ja immer einer mehr. Wow, 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 wow. Schnell durch den Stacheldraht. Gibt's doch irgendwo eine Flak, verdammte Axt. Ah, wir laufen mal zickzack. Kommen wir durch die Fenster? Perfekt. So, Flak gefunden. Alright, you boxer bolts. Haben wir noch Feinde? Gut. Ah, diese Abkühlung. Wir sterben. Da ist der nächste. Oh. Oh, Glück gehabt. So, haben wir's? Hallo Spiel. Hallo. Oh, geht doch weiter. Entschuldigung.
Jesus Christ, Bridget, that was incredible. Thanks, yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one that's gonna go himself shot full of holes, ain't ya? Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shot at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me! You took the fucking deal. You wanna start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Halt! Mr. Idea! Verfluchte Scheiße! Voll romantisch. Zwei Kerle, die sich lieben, fahren in den Sonnenuntergang. You're gonna have to do this next one on your own, alright? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. We'll get it done, no bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen, take this. This goes bang and everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I want to have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move. Go. Oh, war das mal überlebt? So. On my own then. Three places to go. Need to knock out all the supplies here. Might have what our Mason needs in there. Sollen wir alle infiltrieren? Those are the radar stations that need to be disabled. Ihr habt ja gesehen, wie gut ich das kann. Damit infiltrieren? Damit mache ich ja mehr Kram mit allem anderen, das ist ja. Die Bäuerin zeigt einer Gruppe Schülern ihre Hunde und andere Autos. Als die Jungs fliehen wollen, ruft sie aus: Ach, herrje, ihr habt ja meine Muschi noch da rausgegeben. Höher als bis zum Knöchel sind wir nicht gekommen. Aha. Jetzt sieht keiner deine Muschi. Ach, ich nehm doch das dicke Ding. Rot passt mir nicht, fällt mir nicht so. Ja, dann Upsala. Nee, ich möchte gerne einsteigen. Achso, ich drücke gerade eher für Nachladen. Ey, Schlaglöcher hier. Und dann kann er die Straße reparieren. Let's go, Fritz! Wir fahren mal rechts weiter. Wir sollen ja infiltrieren. Ohohoho! Hat ja keine Ahnung, dass es gleich so runter geht hier. Werden die angegriffen oder? Nehme ich gesehen? Ja, scheiße. Das war's mit entdeckt werden. Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Die schießen scharf. Die schießen scharf. Der Zaun! Lass mich rein! Mal kurz heilen, danke! Hä? Wo denn? Oh, Fässer!
Er stirbt schon vorher. Ja, wir müssen, glaube ich, nächstes Mal ein bisschen Schwierigkeiten setzen. Habe ich doch ein bisschen unterschätzt. Danke für deine Munition. Oh, ich geh wieder rein, ich geh wieder rein. Das ist von rechts und links und von vorne. Ah, die ist auch nicht so geil, die Knifte. Gib mir mal den da. Ah, wir kriegen gerade echt einen auf den Kopf. Die ist besser. Hat mehr Wumms. Machen wir mal Tür zu. Wir müssen mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Munition sammeln müssen wir mal. Jetzt oder nie? So, schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Ich höre schon eine feindliche Stuka. Und da ist auch eine Stuka und die will ich fliegen. Weiter, 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 weiter. Oh doch, hier ist auch ein Treibstoffsymbol. Scheiße. Nein, ich bin dran vorbeigelaufen. Wo? Ach so, was muss ich tun? Ah, das wieder. Okay. Meistens not gonna believe the blast from this beauty. Weg, 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 weg. Ach, Scheiße, bleib stehen! Mann, im Nahkampf war jetzt die Waffe nicht so geil. Mich da rein! Sterben. Oh, 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 oh. Fuck, da hat er natürlich alles richtig gemacht. Aber wir wurden nur 20 Jahre alt. Das ist okay. Wusstest du schon? Nee, das war schon wieder weg. Hm. Better get a move on then. Sind wir Let's get rid of all these lovely supplies, shall we? Vielleicht kommen wir diesmal weiter, indem wir ein bisschen schleichen. Zerstöre die Vorräte der Luftwaffe. Tun wir doch gern. Das Problem ist, wir kommen hier nicht weiter, ohne gesehen zu werden, ne? So, muss reichen. Weiter, weiter, weiter. Hopp, 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 hopp. Mach das dran und weg. Hopp, 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 hopp. Wow! Alte Sacknaht. Oh, schnell hier weiter. Nachladen, Munition, zack.
Weiter geht's, weiter geht's, weiter, weiter, weiter. Los, hopp, 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 hopp. Hat er mich gesehen? Ja. Ah, hinlegen. Ablenkung. Hinlegen wieder. Oh. Scheiße, wir sind gleich wieder tot. Umdrehen. Ja, sie kommt von hinten. Munition holen. Rakete ist unterwegs. Das ist ein Wörter, die ich nicht hören möchte. Weiter, 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 weiter. Oh! Noch einer. Das waren zwei Glückstreffer auf einmal. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wo kann ich was ranpacken? So. Und weg, und weg, und weg, und weg. Yes! So, jetzt schnell zum Meldebunker. Fahrzeug gab's hier nicht. Ohohoho. Mächtiger Badabum. So. Schnell weg. Da haben wir nichts. Ja, Katze, da macht's ganz viel Krach, ne? Aber mit der Pistole schneller laufen. Nee, lass mal das Mikro, Katze. Okay. Da ist ein Fahrzeug. Ich hab keinen Bock, dahin zu laufen, verdammte Axt. Hab ich den ganzen Tag Zeit. Hätten wir echt ein Fahrzeug nehmen sollen. Scheiße. Ich hatte gerade einen Rasenmäher. Oder eine Drohne, die da lang fliegt. Na, die Radarstation heben wir uns auf und dann, gut, dass er nicht durchatmen müsste. Ich müsste schon nach 50 Metern oder noch weniger. Müsste ich hecheln wie eine Sau. So. Aber er ist hier top in Form. Da oben am Ziel ist auch ein Fahrzeug. Wunderbar. Das merken wir uns mal. Zerstöre die Radaranlage. Schon wieder zwei Punkte. That's the radar stations. Schon ein, zwei Leute. Steht er mitten vor mir. Durchladen.
War nicht alle. Oh, da hinten. Gut, jetzt müssen wir nach vorne. Wow. Okay, nur kurz hier was Sprengsatzmäßiges dran machen. Ich bin gleich wieder weg. Ich bin gar nicht da. Ich bin quasi weg. Guck doch woanders hin. So, und da sehen sie mich. Diesmal schießen sie besser. Jetzt hätte ich wieder ein Scharfschützengewehr gebrauchen können. Ah, komm nicht ran. Wenn wir uns so treffen, so gut treffen sie dann doch nicht. Hopp, 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 hopp. Oh, können wir hier seitlich hoch? Perfekt. Ist ja wie für uns gemacht hier. Oder auch nicht. Scheiße, komme ich nicht hin oder was? Wieder rein, Junge. Mich da hoch. Hallo, ich bin hier oben. So. Haben wir aber gefickt eingeschädelt. Lauf da nicht weg! Tu euch doch nichts! Na ja, komm da hoch! Er kann einfach nicht klettern, wir sind ja nicht bei Assassin's Creed. Boah, hopp, 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 hopp. Echt übersehen. Ja, und zack. Scharf gemacht. Und jetzt hauen wir ab. Und fahren rüber. Ohohoho! Shit, holy shit. Alles gut. Ich habe meinen Führerschein im Lotto gewonnen und ihr? Ah, die werden natürlich jetzt wahrscheinlich auch wissen, dass wir kommen. Okay, oder wir machen uns einfach total aufmerksam. Ist der schon da? Was ist denn jetzt los? Hä? Ist gerade runtergefallen? Rausgesprungen? Keine Ahnung, was für ein Kunststück das war. Wir haben hier auf jeden Fall MG2. Komm, nehmen wir das auch mal. Wir sollen in den Meldebunker rein. Ich dachte einfach diese Radarstation platt machen. Wie gut ist. Kann ich damit nicht zielen? Oder muss ich das immer aufstellen? Warte mal. Ah, dann kann ich erst zielen. Was für ein Scheiß. Dafür 150 Schuss. 150 mal Spaß. That bunker might have one mission needs. Hi. Scharfschützen wäre auch wunderbar. Dann legen wir uns hier mal kurz hin. Gucken da mal runter.
keinen Alarm auslösen. Scheiß hatte ich schon. Lad nach! Kommt einer. Wir mobilisieren gerade. Verstärkung ist unterwegs. Hat er? Lad nach! Keine Munition mehr! Scheiße! Ah, scheiße. Dann haben wir jetzt hier die richtige Waffe. Ach, scheiße, ist scheiße. Okay, die gefällt mir ein bisschen besser. Aber auch nur, weil ein Schuss in der Feind liegt dann quasi. Der Feind ist direkt da drüben. Aber die wechseln wir auch gleich. Nimm mal lieber die da. Ah, gib mir doch die doch wieder. Auf der Distanz ist dann doch die besser, glaube ich, der Kack. Behalt deine Granate, die brauche ich nicht. Okay, ich will auch nicht sterben, aber irgendwann müssen wir alle mal sterben. Rakete? Oh. Du hast eine bessere Kniff, den nehme ich mal. Boah, Alter. Hier, nimm das. Ah, der hält ein bisschen mehr aus. Okay, Rücken ist gedeckt. Alles gut, alles. Ja, und auch hier waren wir wieder leise. Ein bisschen. To HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so, you know, just don't leave us behind. Weiß natürlich gleich jeder, dass wir da sind. Kann man dafür nehmen? Oh, die fand ich eigentlich gar nicht schlecht, die nehme ich nochmal. Ach ne, ist ein Granatwerfer, oder? Okay. Ja, komm. Komische Haltung. Doch, irgendwie schon. Oh, was ist das denn? Kann ich nicht nehmen. Okay. Ja, wo jetzt hin? Zum... Scheiße, wie komme ich denn da wieder hoch? Das ist natürlich nicht schlecht mit dieser Verfolgerkamera. Kann man so ein bisschen die. Oh. Ah, da wird schon keiner sein. Einer doch, da war noch einer. Und hier auch gleich wieder welche. Ich bin weg, alles gut. Ich habe mich quasi gar nicht gesehen.
Für mich müsste da jetzt kein Alarm anmachen. Oh, wir sind zum Kumpel gefahren jetzt hier, wie er hieß. Mason. Jetzt hakt's schon wieder. Ich glaube, ich muss dann gleich mal die Aufnahme beenden und mal neu starten. Das ist wahrscheinlich, weil er während des Videos lädt. Stimmt. Ja, haben wir es jetzt? Danke. Some serious damage down there. Oh yeah. Yeah, look. I got bandages and stuff. That's good, son. That's really good. I'm taking care of you. Alright? It's all gonna be fine. They've radioed a boat to come and get us. You did well. I radioed a boat. No. No, 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 no. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an Iron Cross exactly where we are. You fucking know that, don't I? I did Rodder's bench by myself, alright? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. He said I was useless just like you, and he fucked off and let me take the fall for it. No, listen to me, you're lying! Like you're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a trier. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? They're not coming for us, are they? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger, a trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am. Oh, Billy fucking Bridger! Good boy, that's what I want to hear. Right, how about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. Ja, und nu? That infantry will be here any second. Now find some cover, and I'll support you from up here. Bridger, can you hear me all right? Was soll ich machen? Irgendein MG oder so? Oh! Ah, erstmal ist die Waffe scheiße. Auf Distanz. Haben wir nichts Besseres hier? Was ist das? Oh, das ist doch eher was. Nur treffen müsste man. Gehen wir nicht gleich hier vorne hin. How long can we keep this up? Wait, you don't have time to worry about you. I'm in that 3-5 away.
Kommen noch mehr. Jetzt sollten wir mal in Deckung gehen. Ja, habt ihr schon. Oh, ich weiß, was du meinst. Oh, oh, oh. Hopp, 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 hopp. Bleibt es natürlich jetzt hier mal. So, das Ding nervt da hinten. Geh mal aufhören, auf mich zu schießen, verdammt! Yes! Roll out the carbon! Good boy! Weiter, 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 weiter! Ducken, ducken immer noch! Ducken! Warum brenne ich denn? Ah, warum bin ich denn tot? Scheiße, nein! Ach, schlecht. Einfach schlecht. Wusstest du schon? Feldgeschütze? Nein. We can't keep this up forever! What do you mean, we? I'm doing all the hard work around here. Was nu? Okay. The first of them are in range. Find a cannon to use it. Erstmal die Infanterie, die nervt. Ah. Shish! Alright, keep your shot on. There's more out there. Boom! How'd you like that, Mason? Nice one, son. Haben noch welche überlegt? Schlage feindliche Truppen zurück. Ah, scheiße, haben wir irgendwo. Haben wir eine Flak? Haben wir eine Flak? Haben wir eine Flak? Ja, ohne Flak wird das nichts, mein Freund. Das ist auch eine MG-Stellung. Ah, hier. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich weiß nicht, wie weit ich vorziehen soll. Ja, ich bin noch dabei. Ich will ihn ja auch runterholen. Ich glaube, das war der Einzige. Ah, da kommen sie wieder. Hopp, 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 hopp. Oh, da schweben Feinde in der Luft da hinten. Gut, dass sie erst schießen und dann rauskommen. Kommen die von hinten? Oh, oh, Panzer, Panzer, Panzerfahrzeuge. Was ist denn wo?
Boah, von hinten. Das ist natürlich toll, wenn meine KI-Kollege nichts macht. Und ich soll hin und her rennen. Wusstest du schon? Feld geschützt. Okay. Also die erste Reihe können wir ja von hier so. So. Jetzt schnell zu Pack. Salbe. Ich treffe ihn nicht. Ich bin zu tief. Jetzt. Geh doch mal hoch. Ich glaube, müsste im Arsch sein. Hinter mir? Hallo, nimm die Knifte! Was ist los? Nimm die Kackwaffe! Ey, Scheißgeschütz! Kann ich jetzt auch aber nicht mehr nehmen? Muss ich mit der Pack auf Menschen schießen oder was? Funktioniert zwar. Ah, Scheiße! Lange lebe ich hier nicht in dem Spiel, komischerweise. Wusstest du schon, der Name speziell... Warte nun, feindliche Truppen, Flugzeug, ich bin verwirrt. Gehen wir gleich zur Flak. War die Flak. Schon wieder hin. Also die zielen gut, die Flugzeuge. Ätzend. Ach, Mann. Feindliche Raketen zielen dorthin. Okay. Wo immer sie auch sind. Das schon mal mit. Kann man immer gebrauchen. Das nehmen wir auch mal mit. Man sollte schon beim ersten Anflug, glaube ich, einen wegwischen. Warum treffe ich nicht?
Ja, jetzt ist nicht lustig. Oh Christ! Deutscher Panzer! Scheiße, kurz beiseite, kurz beiseite, kurz beiseite, kurz beiseite. Heil den, heil den. Keine Deckung mehr. Ich bin nackig. Einen haben wir. Ach Scheiße, er kommt von der Seite. Da oben. Da kommt noch was, alter Schwede. Aber ganz schön viel Action für zwei Leute. Die gewinnen in den Krieg alleine. Well, I'm gonna say it, Bridger. Well done, son. Thanks. You know, yeah, them Greek islands are absolutely lovely this time of year. Fuck off. I'm telling you. Wait, 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 wait. Ah, I gotcha. Now you're strolling off and leaving me. I'll come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for me and you to assault. I'll tell you what I'm gonna do. I'm gonna make you a little deal. A deal? I thought we already had a deal. Eigentlich ganz unterhaltsam. Oh, hört er gar nicht auf. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Bitte. Bleib mal lieber in Deckung. Ja, war's das jetzt? Also für dieses Kapitel sind ja so verschiedene Geschichten, finde ich ja ganz nett, aus verschiedensten Perspektiven hoffentlich. Hätten sie mal ein bisschen kritischer machen können mit den Gefangenen,
Ich glaube nicht, dass man... Ob die Leute sich einfach so freiwillig gemeldet haben, ob man die nicht versucht hat zu locken oder doch irgendwie in die Richtung gedrängt hat. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.